ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente. Ist der Pflegegrad und das Pflegegeld, was ich jetzt bekomme, schädlich oder gefährlich für meine EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de und zwar steht da Folgendes sinngemäß geschrieben. Hallo Herr Knöppel, ich beziehe eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer. Ich bin jetzt so krank geworden, dass mein behandelnder Arzt mir geraten hat, ich solle doch bitte mal bei meiner Krankenkasse, Pflegekasse anfragen und dort einen Antrag stellen auf Pflegegrad. So. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen. Ich habe da im Internet irgendwas gelesen, dass wenn man da irgendwie eine neue medizinische Einschätzung bekommt, dass man dann möglicherweise Gefahr läuft, hier die EM-Rente zu verlieren oder dass man halt eben statt der vollen EM-Rente dann nur noch die teilweise EM-Rente bekommt, wenn ich hier ein Pflegegrad 2 oder 3 bekomme, weil es ja da neue medizinische Erhebungen gibt. Ich bin damit auch zu meinem Arzt gegangen. Mein Arzt wollte mich damit beruhigen und sagen, nein, das kann eigentlich gar nicht sein. Aus medizinischen Gründen steht fest, Ihr Gesundheitszustand hat sich seit Antragstellung Erwerbsminderung nicht verbessert, eher noch verschlechtert. Das ist ja quasi auch der Grund, warum ich Ihnen geraten habe, also so der Arzt, doch einen Pflegeantrag, also einen Grad der Pflege zu bestellen, Pflegegrad zu bestellen, zu beantragen und feststellen zu lassen. So, um dann auch entsprechende pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Ja, meine Damen und Herren, die Sachlage ist aus meiner Sicht in diesem Fall relativ eindeutig. Man muss da überhaupt gar keine Angst haben, denn die Feststellung des Pflegegrades hat doch gar nichts mit der festgestellten Erwerbsminderung zu tun. Die Erwerbsminderung wird nach völlig anderen Grundsätzen festgestellt, wie der Grad einer Behinderung oder der Pflegegrad nach dem gesetzlichen Pflegerecht. Ich sage immer, wer gepflegt werden muss nach dem Pflegerecht, nach dem gesetzlichen Pflegerecht und dort einen Pflegegrad ab 2 zum Beispiel bekommt, der ist schon gehörig krank, der hat schon richtig Probleme. Das kann zum Beispiel Ausfluss einer bestehenden Erkrankung sein, die ja Ursache einer Erwerbsminderung ist. Ja, das heißt also, quasi eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes führt dazu, dass ich gerade deshalb, weil ich nicht mehr arbeiten kann, dann auch noch gepflegt werden muss oder pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen muss, unter anderem das Pflegegeld und einen Pflegegrad bekomme, eventuell 2 oder 3. Das ist praktisch im Grunde genommen der ganze Hintergrund der ganzen Maßnahme. Also man muss da eigentlich gar keine Angst haben. Wir haben viele Kunden, da ist es andersherum. Ja? Da haben wir praktisch ein Pflegegutachten, Pflegegrad 4, hatte ich letztens erst bei mir hier in der Kanzlei, Pflegegrad 4, ganz, ganz schwere Depressionen, schon seit vielen, vielen Jahren bestehend. Und ich kriege für diesen Mann einfach keine EM-Rente. Ja, also, obwohl wir nun auch vieles schon ins Feld geführt haben. Jetzt sind wir sozusagen quasi im Klageverfahren und hoffen da, dass das Gericht hier entsprechend reagiert. Also, da kann ich immer nur sagen, wer eine EM-Rente hat, der ist schon so schwer krank. Da ist sozusagen die Feststellung des Pflegegrades noch eins obendrauf. Ja, so könnte man es im Volksmund sagen. So ganz salopp. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb muss man keine Sorge haben, dass wenn man aus unserer Erfahrung, aus unserer Praxis heraus keine Sorge haben, wenn man also hier einen Pflegegrad zuerkannt bekommt, dass man dann hier seine festgestellte Erwerbsminderungsrente aberkannt bekommt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich freue mich natürlich, wenn Sie uns Ihre Kommentare zu diesem Thema schreiben, vielleicht auch Ihre Erfahrung zum Thema Pflegekasse, zum Thema Feststellung Pflegegrad und auch bestehende Erwerbsminderung. Bitte dieses Thema nicht verwechseln mit der Frage, ob ich als Erwerbsgeminderter meine Ehegattin, meinen Ehegatten, der selbst einen Pflegegrad hat, pflegen darf und hier für mich eventuell die Stundenvorgaben des § 43 SGB VI greifen. Und ich Angst haben muss, wenn ich jemanden pflege, dass ich dann meine EM-Rente verliere. Das hat mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.